Ja, willkommen zurück auf unserem Kanal. Die Woche über ist sehr viel gegangen, wie ihr es vielleicht im Hintergrund sehen könnt. Aber jetzt erstmal zum Wochenrückblick. Ja, hier liegen die sechs Fenster. Ready für den Einbau. Und einmal winke für die Community.
Ja, wie ihr seht, wir waren fleißig. Schwiegerpaps hat gestern noch ein bisschen abgespachtelt. Wird. Ja, hier drüben fehlt noch ein bisschen Gips an den Planken. Ja, und innen fehlt quasi noch komplett alles. Aber ihr seht hier, meine Rohre liegen schon drin für Strom und Netzwerk und Bus. Ja, hier oben soll auch noch eine Leitung rein, weil wir auf der anderen Seite theoretisch auch noch einen Lichtschalter machen könnten. Das richte ich jetzt einfach alles vor und auch hier drüben für eine mögliche Stromversorgung. Dann hier unten. Ja, hier drüben sind wir auch soweit durch. Fensterrahmen, sag ich, Türrahmen auch soweit drin. Türe sitzt. Genau. Jo, cool, oder? Und die Kaffeemaschine läuft. So, die Löcher sind drin, links und rechts. Boden versaut. Mission erfüllt, oder? Ja, hier wird dann jetzt ein 68er Loch gleich gebohrt, damit wir hier das digitale Präsenzmanagement installieren können. So, das Loch ist drin, 68 mm. Jetzt habe ich hier so eine Hohlwanddose. Ihr seht, da gibt es auch in verschiedenen Tiefen. Das ist eine etwas tiefere. Die nehme ich deshalb. Ich möchte hier entsprechend, wie gesagt, ein Netzwerkkabel machen. Und das Buskabel wird dann hier auch entsprechend durchgeschleift, dann für die andere Seite. Und ja, jetzt mache ich hier mal dieses Ding, den Vorbruch hier raus, unten auch, und kann entsprechend das Rohr dann durchführen. So, von innen sieht es jetzt so aus. Entsprechend die Dose läuft nach oben. Das zweite Kabel, das zweite Rohr, stand für Strom, kommt hier runter. Genau, und das andere ist entsprechend dann noch hier zu platzieren für den Schalter. So, erste Seite vorbereitet. Jetzt gehen wir hier rüber. Hier möchte ich quasi das gleiche tun und hinten nur für Strom. So, das nächste Loch ist drin. Jetzt werde ich mich noch hier um die Schließung dieser Lücken füllen. Und wenn wir mal nach innen schauen, haben wir dann auch entsprechend hier die Leitungen vorgerichtet. Löcher sind soweit zu. Das heißt, wir können weiter verspachteln. Ja, heute ist ja Sonntag, eigentlich Familientag. Das Wetter macht langsam auf. Ich würde dann jetzt in den wohlverdienten Feiern, denke ich, gehen, ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen und morgen dann wieder mit vollem Elan an die Woche rangehen. Ja, ich hoffe, euch das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da und gerne auch ein Abo. Ich freue mich über jeden und macht's gut, schönes Wochenende oder schönen Sonntag. Ciao, euer Martin.